Warum komme ich nicht in die Krankenversicherung der Rentner, wenn ich neben dem Rentenbezug normal weiterarbeite? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie haben Ihren Rentenbescheid bekommen und Sie gehen neben der Rente noch arbeiten. Und Sie wundern sich, im Rentenbescheid gibt es keinerlei Informationen zum Status über Ihre Krankenversicherung, aber von Ihrer Rente, von Ihrer Bruttorente werden ganz normale Pflichtbeiträge zur Krankenversicherung, der Zusatzbeitrag und der entsprechende Pflegebeitrag abgezogen. Aber wie gesagt, in den ersten Seiten auf dem Rentenbescheid steht überhaupt gar nichts dazu drin, ob Sie den Status einer Krankenversicherung der Rentner erreicht haben, ob die Wartezeit erfüllt ist und so weiter und so fort. Sie haben sich bei ehemaligen Arbeitskollegen erkundigt oder bei Ihrer Ehefrau und dort steht es ja im Rentenbescheid ganz genau drin, dass Sie in der KVDR drin sind, Ihre Kollegen oder die Ehefrau. Aber bei Ihnen ist es halt nicht so. Ja, meine Damen und Herren, der Grund dafür ist relativ einfach. Sie haben eine völlig andere Variante Ihres Lebens, Ihrer Tätigkeit bei Rentenbeginn sozusagen gewählt, denn Sie gehen ganz normal weiter arbeiten. Sie sind in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und da passiert einfach nur ganz einfach Folgendes. Wir haben in den Pflichtversicherungen in der gesetzlichen Krankenversicherung ein Stufenverhältnis. Das heißt also, wir haben ganz oben stehen die Versicherungspflicht aus einer Beschäftigung und dann ganz weiter unten die Versicherungspflicht aus der Krankenpflichtversicherung der Rentner. Und dieses Stufenverhältnis sagt uns schlicht und ergreifend, dass wenn ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis neben dem Rentenbezug noch vorliegt, dass aus diesem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis heraus die sich hieraus ergebende Krankenversicherungspflicht nach § 5 Absatz 1 Ziffer 1 Sozialgesetzbuch Nr. 5 die Krankenpflichtversicherung der Rentner schlicht und ergreifend verdrängt. Das heißt also, die KVDR liegt dann in dem Moment, wo Sie in der Pflichtversicherung aus der Beschäftigung sind, einfach nicht vor als Pflichtversicherung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften des Paragraphen 5 SGB 5. Das heißt aber nicht, meine Damen und Herren, dass bei Ihnen nicht die KVDR als Vorversicherungszeit vielleicht festgestellt worden ist. Das heißt das nicht. Das heißt nur, dass im Zeitpunkt des Rentenbeginns Sie nicht in der Pflichtversicherung in der KVDR drin sind, sondern klassisch in der Pflichtversicherung aus einem Beschäftigungsverhältnis. Nachteile entstehen Ihnen hieraus in keinster Weise. Das heißt also, Ihre Rente, Ihre Bruttorente wird ganz normal, wie als wenn Sie in der KVDR wären, mit Pflichtbeiträgen belastet. Das heißt also, beitragspflichtiger Abzug entsteht hier. Sie zahlen die Hälfte vom normalen Beitragssatz und auch die Rentenversicherung. Die Rentenversicherung zahlt, wie in der KVDR auch, ihren Beitragsanteil an die AOK, an die Barmer oder an die Technikerkrankenkasse oder wo auch immer Sie als Rentner versichert sind. Und der andere Anteil geht von Ihrer Bruttorente weg. Im Grundsatz ist das sozusagen die Erklärung, warum Sie in dieser Konstellation kein Pflichtmitglied in der KVDR werden können. Aber bitte keine Angst haben, die Anspruchsvoraussetzungen für die KVDR sind bei den meisten von Ihnen, die in die gesetzliche Rente gehen wollen, ab Rentenantragsdatum erfüllt, weil die meisten von Ihnen gesetzlich krankenversichert sind. Aber meine Empfehlung, unbedingt vor Rentenantrag genau die Wartezeit, die Vorversicherungszeit für die KVDR prüfen lassen, zur Krankenkasse gehen, sich das ausrechnen lassen. Nicht, dass bei Ihnen das böse Erwachen kommt und Sie dann bei der Tag des Rentenantrags ist das entscheidende Momentum, dann auf einmal nicht in der KVDR versichert sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.